Moin Moin, hier ist wieder euer Orca Evergreen mit noch einem Part Let's Rock The Witcher. Heute latschen wir mit unserem frisch geschmiedeten Schwert zu Abigail, wollte ich gerade sagen. Ja, machen wir auch. Vorher aber mit der Trophäe, die wir da unten haben, von dem scheiß Aalghul zum königlichen Jägersmann hier links, um uns 200 Orans abzuholen. Genau. Nicht wahr? Seid gegrüßt. Ich habe die Bestie in der Gruft getötet. Was zum... So einen Ghoul habe ich noch nie gesehen. Hier, 200... Ja, macht 200 Orans, toll. Okay, das Vieh war aber auch echt schwach. Jetzt habe ich zwar keine Trophäe mehr, aber das macht nichts. Die muss man ja eh abgeben. Später kriegt man dann irgendwie so ein geiles Schwert oder so ein Runenset oder irgendwie wird, keine Ahnung. So. Jetzt erstmal zu Abigail. Nicht wahr? Was wollt ihr? Das weißt du mittlerweile schon, oder? Ich habe die Myrteblüten gesammelt. Ausgezeichnet. Jetzt zur Zubereitung des Tanks. Jetzt wird's lustig. Wie wird er gemacht? Ihr seid also an Hexengeheimnissen interessiert? Ich gebe euch das Rezept, wenn ihr schwört, dass ihr es mit ins Grab nehmt. Ich schwöre es. Kommt näher und hört mir zu. Mischt 2 Unzen Kadaverin mit den Myrteblüten, sprecht euren Namen rückwärts und dreht euch 3-mal nach links, spuckt in das Feuer und rührt den Trank wieder um. Kompliziert. Ich wusste, dass Hexenmagie die Auffassungsgabe eines Mannes übersteigt. Gebt mir einen Moment, um das hier zu Ende zu bringen. Das war natürlich ein Scherz. Kommt später wieder, ich habe zu tun. Ich werde auch ein Hexer. Ja, natürlich, Kleiner. Natürlich. So, habe ich noch irgendwas zu tun hier? Mal einmal gerade die Quests durchgehen. Berengars Geheimnis? Nein. Nein. Moment. Ja, ich hätte noch eine Idee. Allen Zuschauern, allen männlichen Zuschauern wird das gefallen. Denn hier gibt es noch eine Bäuerin, die man verführen kann. Ich habe aber keinen Plan mehr wie. Und ich weiß auch nicht mehr genau, wo sie ist. Moment, Karte. Ich meine, da war die irgendwo. Es ist ja gerade Tag. Irgendwas konnte man da machen. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Naja, speichern wir mal kurz. Die auf jeden Fall nicht. Mit euren Waffen... Seid gegrüßt, schöne Reisender. Die ersten freundlichen Worte, die ich hier gehört habe. Ich mag Reisende. Einer hat mich mal mit Blumen überhäuft. Wie dumm. Nehmt das weg. Nehmt das weg. Na gut, kann ich sie jetzt noch ansprechen, sonst muss ich laden. Ich mag... Mach's gut. Macht's gut. Wo habe ich denn die ganzen Blumen verscherbelt? Ja, und wieder zurück. Ich hoffe, dieser scheiß Kräuterhändler ist noch da. Richtig, die muss man beschenken, die Frau. Das war mir entfallen. Talam, talam, talam. Ist da dieser Fettwanz noch? Nicht mehr da, der Dicke. Okay, dann setze ich mich da ans... Das ist nicht wahr. Ah doch, Kräuterhändler aus Visima. Was?
Genau. Nehmen wir mal 3 für 30 Orange. Nehmen wir mal... Ja, da nehme ich eine. Die ist mir ein bisschen teuer. Aber hart teuer. So, das... Strollt er da einfach hin. Was ein Pisser. Okay, laufen wir zurück. Wir müssen, brauchen hier eh noch ein bisschen, bis Abigail fertig ist. Und mit einem schönen Meteoritenschwert in der Hand. Oder beziehungsweise auf dem Rücken. Ja, das finde ich gut. Wobei mir was einfällt. Nämlich, dass man gleich in dieser Hütte von den Salamandra, die ihr auch gleich noch kennenlernen werdet, ebenfalls ein Stück Erz bekommt. Oh, nur etwas Ruhe. Speichern. Alwin ist ein Bengel, aber ich mag ihn. Falsche Bäuerin. Ich bin ja so wetterfühlig. Ich bin hundemüde. Du bist hundemüde. Ein Hexer? Ich dachte, euresgleichen werden ausgerottet. Hm. Wo ist die Frau denn jetzt? Ist es die? Köstlich. Ach, mein Gott, ey, das ist doch nicht wahr, oder? Arbeitet so schwer. Seht ihr ihre Kleidung? Was für eine Schande. Sie hier? Alwin ist ein Bengel, aber ich mag ihn. Das ist jetzt... Das ist Epic Fail. Okay. Spiel laden. Zweites Mal Umland von Visimar. Das war jetzt mal ja episch daneben. Erst sofort gefunden und dann überhaupt nicht mehr. Toll. So. Das sind schreckliche Zeiten. Rennen wir wieder zurück. Vorbei am königlichen Dobermann, Jägersmann. Und Richtung Blumenhändler. Na komm schon, das kriegen wir aber heute noch hin. Da rennt auch einer. Ach nee, es regnet. Die Straßen werden nass sein, ne? Verdammte Bluthunde. Man nennt sie Ba. Ich hoffe, ich werde nicht eintreffen. So. Eine. Gänseblümchen? Nein. Tulpen eine, na gut, kaufen wir auch ein Gänseblümchen. Das sollte aber reichen. Wenn wir sie jetzt nicht finden, dann, tja, dann ist das eben Pech. Das hier erinnert mich gerade an Gothic 4 Arcania. Nur das Traurige ist, Gothic 4 ist noch linearer als The Witcher. Ah, das ist echt. Und es ist, da steht Gothic drauf, aber es ist überhaupt kein Gothic drin. Das ist so erbärmlich. Wie man aus einer guten Spieleserie so einen Müll machen kann, echt. Die? Alwin ist ein Bengel, aber ich mag ihn. Ach, meine Knochen. Abigail verkauft eine Salbe für Pusteln. Okay. Mal in den Häusern gucken. Komm schon, alte Frau, geh da weg. Ja. Ich dachte, er wäre ein Bandit.
Die Stimme passt nicht, aber sowas von nicht. Ich bin wütend. Du bist wütend. Oh. Okay. Mein Gott, wir werden doch jetzt wohl noch heute diese verfluchte eine Frau finden, oder? Ihr könntet dennoch die. Ist die das? Ein Hexer? Ich dachte, euresgleichen wären ausgerottet. Ja, dachte ich auch. Ein Hexer? Ich dachte, euresgleichen wären ausgerottet. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Dumm hier rein. Mein Gott, ich hab die eben doch direkt gefunden. Ich dachte, er wäre dein Bandit. Ich bin aber immer noch keiner. Nach dem 500. Mal den gleichen Satz sagen, könntet ihr es langsam verstehen. So, komm jetzt. So hat es seit Jahren nicht mehr geregnet. Das kann doch nicht so schwer sein, dieses Mädel zu finden. Versteckt die sich vor mir oder was? Vielleicht da? Ich dachte, er wäre dein Bandit. Scheinbar nicht. Hier drinne. Meine Kuh muss gemolken werden. Deine Kuh muss gemolken werden? Gerne behilflich. Luder. Echt, ey. Warum finde ich sie ausgerechnet jetzt nicht? Schaut mich nicht so an. Ich bin nicht so eine. Es regnet und es schüttet. Ach. Mein Kopf ist nass. Dein Kopf ist nass, ja, genau. Ja, dieser Part ist etwas länger. Deine Kuh muss gemolken werden. Deine Kuh muss auch gemolken werden. Was habt ihr mit euren Kühen? Was für ein Tag. Hat die gerade plötzlich eine ganz andere Stimme gehabt? Alwin ist ein Bengel, aber ich mag ihn. What the fuck? Sollen wir das im nächsten Part machen? Nochmal hier versuchen. Köstlich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Es hat geregnet. Vom Regen in die Traufe, in die Flut. Waren wir hier schon? Ich verliere langsam, aber sicher die Lust. Meine Kuh muss gemolken. Oh, noch eine Kuh, die gemolken werden muss. Das ist ja nicht zu fassen hier. Hier müssen ja tausende Kühe gemolken werden. Lass mich nicht töten. Ich dachte, er wäre dein Bandit. Alter. Da, die da rennt. Wann hört das nur endlich auf? Alwin ist ein Bengel, aber ich mag ihn. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich speichere nochmal und dann bis zum nächsten Mal. Orca Evergreen sagt auf Wiedersehen. Ciao.